So, die Begegnung. VP LKA Niedersachsen, Christian Jahn. Aha. So, wir melden uns wieder aus dem Shutdown. Ihr kriegt jetzt die nächste Zeit nur noch kleine Videoclips von mir selber gedreht, weil unser Filmstudio zu ist. Alle sind im Homeoffice oder dürfen nicht mehr Kontakt miteinander haben. Und wir halten uns natürlich dann auch an sowas. Ja, wie gesagt, wir waren bei den letzten Clips beim Aufnahmeritual von Satudarah und nochmal ein paar kleine Bemerkungen zu aktuellen Fällen, Nathalie Volk, Timo Akpolut und so weiter und so fort. Aber wir wollen weiter beim Satudarah MC bleiben. Wie gesagt, die Macher, die Gründer des Ganzen in Holland seinerzeit, die waren in meinen Augen alles Macher und Bosse. Allerdings muss man sagen, das, was in Deutschland abgeliefert worden ist, ist eigentlich typisch für die damalige Zeit und die damalige Szene gewesen. Nämlich ganz viel bla 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 bla. Und ich kann hier und ich bin da und ich bin dort und ich bin das. Und immer ganz viele Forderungen und ganz viele Versprechen und im Prinzip keiner davon hat auch irgendwas nur im geringsten oder ansatzweise gehalten. Alle waren sie immer die großen Präsidenten und alle haben immer irgendwas versprochen. Und am Ende sind sie eigentlich alle gescheitert. Sie sind alle zu großen Mafia-Bossen geworden und zu ganz wilden, heftigen Bossen, Chefs und Obermackern. Und davon hat sich leider Gottes meistens nichts bewahrheitet. Die Rede ist von überwiegend den Migranten, die sich dem Satudarah MC angeboten haben. Und der Satudarah MC war damals in Holland etabliert, aber in Deutschland neu. Sie wussten nicht viel über die Zustände, kann man schon fast sagen, in den Subkulturen in Deutschland und mussten natürlich dementsprechend dann auch erstmal ihr Lehrgeld bezahlen. Ich muss sagen, mir tat es auf der einen Seite, unabhängig jetzt von meiner Behördentätigkeit, irgendwo leid für den Satudarah MC und die Bosse, muss man wirklich so sagen, wie es ist. Weil ich kannte ja auch die Mentalität der jungen, aufstrebenden, möchtegern Präsidenten und wusste, dass also das meiste auch einfach nur Blabla ist und sowieso in die Hose geht. Dennoch hatte man sie im Auge behalten. Ah, ich weiß nicht, wo gerade sein Problem liegt. Denn man muss ganz klar sagen, Satudarah hat in Duisburg für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Und Satudarah hatte sich in kurzer Zeit auf jeden Fall einen Namen gemacht hier in Deutschland und wurde auf jeden Fall respektiert, wenn nicht sogar gefürchtet. Also jeder hat gesagt, okay, das sind zwar nicht so viele Leute, das sind zwar wenig Leute, aber das sind voll die Psychos. So, die ziehen durch. Und die haben ja auch ordentlich Lärm gemacht, Alter. So kann ja keiner sagen, dass Satudarah nicht ordentlich Lärm gemacht hat, als die da waren. Deswegen frage ich mich hier gerade, was der labert. So, dass die danach zu viel Lärm gemacht haben und deswegen von den Behörden die ganze Zeit auf die Schnauze gekriegt haben. Ja, das ist ja dann nichts Neues. Aber dass das irgendwie Luftpumpen gewesen wären, die ihr Wort nicht halten oder so. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Und wir waren natürlich dann auch immer froh, wenn wirklich einiges nicht passiert ist, was vielleicht hätte passieren können. Und dementsprechend hat man im Nachhinein auch vieles belächeln müssen. Zum Beispiel Konfliktsituationen oder Aktionen gegen Feinde, in Anführungsstrichen, die dann letzten Endes in die Hose gegangen sind, weil vielleicht das Fahrzeug liegen geblieben ist, weil kein Sprit mehr drin war oder weil einer
zu spät kam oder weil wieder irgendeine Aktion bei Facebook gepostet hat. Ja, heute schlagen wir zurück. Heute werden die scheiß Hells, Pünktchen, 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 ihr blaues Wunder erleben. Und naja, dementsprechend wurde dann immer alles abgeblasen. Nachdem das dann in den sozialen Netzwerken eine Runde gemacht hatte, hatte der zuständige Sergeant at Arms Christian Jahn dann auch irgendwann die Schnauze voll und naja. Ah, das ist aber auch dumm, ne? Oh Gott, ne? Wie kann man denn sowas vorher ankündigen in sozialen Medien und so weiter? Du kannst doch nicht offiziell eine Ansage machen, dass du die Leute gleich fickst. So, was ist denn das? Also normalerweise, ich sag euch, wie es ist, in einem gut strukturierten MC gibt es da einfach Social Media Verbot. Ganz einfache Kiste. Es gibt Social Media Verbot, wenn dein Club sich im Krieg befindet. So, und es ist auch ganz einfach, warum? Erstens mal, damit die Polizei nicht so viel mitkriegt. Zweitens mal, damit der befeindete Club auch nicht so viel mitkriegt und herausfindet, wo du eventuell bist. Ja? Und da geht es um Social Media Verbot im Allgemeinen. Zu der Zeit, von der Herr Sander hier gerade redet, war das ja vor allen Dingen so die Facebook-Zeit, ja? Und Digga, wenn du dann da hier und da rumpostest, Facebook, wenn du nicht aufgepasst hast, hat Facebook immer auch gleich deinen Standort mitgeschickt, ja? Wenn du da irgendeinen Post mitgemacht hast. Und ich sag's euch, wie es ist, die meisten Rocker sind halt technisch unbegabte Vollidioten, ja? Was das angeht. Und dann haben die da einfach teilweise irgendeine Scheiße gepostet, ihren Standort mitgeschickt und wurden danach ja, und dann stehst du da als Sergeant at Arms und fragst dich im ersten Moment, woher wussten die denn jetzt, dass er da ist? So, haben die den zufällig abgefangen? Haben die dort auf dem gewartet? Und. Und hinterher kriegst du mit, ja, der Spasti hat 10 Minuten vorher irgendwas auf Facebook gepostet. Ja, Halleluja, Alter, du Vollidiot, weißt du? Jetzt dürfen wir gerade rücken, was du verbockt hast, ja? Du hast auf die Schnauze gekriegt, man hat dir vielleicht noch die Kutte abgenommen. Und der Rest darf jetzt zusehen, wie sie das gerade rücken, damit der eigene Club nicht schlecht und schwach aussieht, weißt du? Weil du Idiot dir nicht verkneifen konntest, irgendein Bild zu posten. Also das ist echt eine Sache für sich, ne? Social Media Verbot muss auf jeden Fall, also ohne geht gar nichts. Hat umso weniger die Leute eingeweiht, weil man muss. Ja, da gibt's Strafen für, ne? Wenn sich da nicht dran gehalten wird. Ganz einfache Kiste. So, wenn sich da einer nicht dran hält, dann muss der antanzen, dann gibt's auch mal eine Backpfeife, ne? Wenn er es nicht versteht, Alter. Oder das ist dann sowas, wo man sagt, Alter, wir haben es dir jetzt zweimal gesagt, du hast es schon wieder gemacht. So, leg mal 500 Euro in die Clubkasse. Weißt du? Das ist, ja. Anders lernen's die Leute nicht. Ich muss sagen, es war tatsächlich schon fast ein Kindergarten. Du hast wirklich auf 25, 30, 35 kleine Halbstarke aufgepasst, die jeden Tag irgendeine Scheiße gebaut haben. Ja, entweder sind sie mit einer Gaspistole in eine Bäckerei gerannt und haben die Kasse geplündert. Da waren dann manchmal nur 70 Euro drin. Oder sie haben in einem Kiosk sich die Kutte angezogen und haben die Kassiererin bedroht. Ne, und da 10 Schachteln Marlboro Light umsonst gekriegt. Das sind alles immer so Sachen gewesen, wo du dir nur noch an den Kopf packst und dich wirklich fragst, hast du es da mit Kriminellen zu tun oder sind das einfach nur alles irgendwelche Vollidioten, irgendwelche Rotzblagen? Du hattest teilweise nicht das Gefühl, dass du irgendwo bei einem 1%er Motorradclub bist, sondern irgendwo bei der Hauptschule oder Sonderschule auf dem Schulhof stehst. Und das war eigentlich so dieses extrem Anstrengende. Und da habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, ob ich mich tatsächlich für den richtigen Einsatz gemeldet habe. Weil man darf eins nicht vergessen, ich habe mit der Rockerszene nichts zu tun gehabt. Ich bin nur aufgrund der Einsätze in das Rockermilieu eingeschleust worden. Und das war der einzige Berührungspunkt und auch der einzige Grund, warum ich überhaupt mit den Rockern zu tun hatte oder auch zu tun haben wollte. Aber dass das teilweise so ein Kindergarten wird, habe ich mir dann auch nicht gedacht.
im Vorfeld. Nichtsdestotrotz gab es aber tatsächlich dann auch extreme Auseinandersetzungen und tatsächlich dann auch die Schießereien, die ich beim letzten Mal erwähnt habe und von denen ihr natürlich auch alle wisst durch die Medien. Das darf man dann wieder nicht unterschätzen. Auf der einen Seite wirklich die wilde. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Schießereien gar nicht medial erwähnt werden. Es passieren so häufig Schießereien in Deutschland, wo gar keine Medien drüber berichten. Also nicht eine Schießerei, wo ich was von mitbekommen hatte oder wo ich mittendrin steckte, nicht eine von denen habe ich danach im Anschluss irgendwo auf den Medien, in den Medien gesehen. Wurde einfach nicht erwähnt. Wenn nicht wirklich Leute liegen bleiben, dann wird das meistens gar nicht berichtet. Eine Horde, ein riesen Kindergarten, auf der anderen Seite dann aber tatsächlich auch richtig der harte Kern der organisierten Kriminalität. Und das ist der Punkt. Das sind diese zwei Schwarz- und Weiß-Bereiche, wo man sagt, auf der einen Seite muss man das Ganze belächeln, auf der anderen Seite höllisch aufpassen. Christian Jahn hatte sich im Vorfeld schon als Vertrauensperson des Landeskriminalamts Niedersachsen vorgestellt. Ali Osman wusste damals schon davon, dass er wahrscheinlich eine VP, eine Vertrauensperson ist, also ein Informant bzw. Spitzel der Polizei. Umso rätselhafter für mich, dass er ihn jedes Mal immer irgendwo in gewisse Pläne eingeweiht hat oder auch mit einbezogen hat. Für mich nicht nachvollziehbar. Der Ali Osman soll das gewusst haben? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Macht ja überhaupt keinen Sinn. So jemanden sollte man doch dann tatsächlich auch aus dem Club entfernen, wenn man denn schon weiß, was sein Hintergrund ist. Aber Ali Osman hat tatsächlich da so seine Spielchen gespielt und er fand das irgendwo auch interessant. Umso einfacher für mich, weil ich wusste, dass ich da jemanden habe, in dem ich, naja, ich sag jetzt mal, einen Gleichgesinnten sehe. Auf der anderen Seite war es für mich einfacher, weil wenn irgendwas rauskam, sprich die Behörden irgendwo einschritten, konnte man immer irgendwo sagen, ja, es kommt aus seiner Richtung. Er ist derjenige, der da wahrscheinlich irgendwas weitergetragen hat und ich konnte dementsprechend unbehelligt meiner Behördentätigkeit nachgehen. Also war es für mich eigentlich ganz gut, dass man über ihn Bescheid wusste. Auf der anderen Seite musste ich natürlich aber auch immer aufpassen, dass man ihn nicht irgendwo vielleicht sogar in eine Falle lockte, um ihn irgendwo loszuwerden. Das war für mich dann schon wichtig, dass man das Ganze dann auch recht schnell verhindert und nicht zulässt. Ja, problematisch an der ganzen Sache war, dass ich Christian Jahn nicht unbedingt leiden konnte, weil er eine Art an sich hatte, die so typisch V-Mann, Informanten, Spitzel, like war, dreckig. Man hatte bei ihm nicht das Gefühl, dass er für die Polizei arbeitete, weil er einer der Guten ist, sondern man hatte bei ihm tatsächlich das Gefühl, dass er die Behördenkontakte zu seinem Vorteil nutzte, um sich auf der einen Seite im Club zu bereichern und einen Vorteil verschaffte, eine Position verschaffte, die für ihn von Vorteil war. Und auf der anderen Seite Gegenspieler, Nebenbuhler ausstach und sie den Behörden auslieferte. Also er erfüllte letzten Endes dieses klassische dreckige Image eines Spitzels und das war für mich von vornherein ein Problem. Hey, Moment mal, was hat er gerade gesagt? Er erfüllte letzten Endes dieses klassische dreckige Image eines Spitzels und das... Will der mich verarschen? Was ist mit ihm? So, ist er... Hä? Er ist doch selber V-Mann. Beschimpft er jetzt andere Leute als Spitzel? Was geht mit dem? Das war für mich von vornherein ein Problem bei Christian Jahn. Er hat im Vorfeld also auch schon immer durchsickern lassen, dass er
Ich kann nur das eine Wort benutzen, ein Drecksack ist. Und dass er alles das, was er macht, einfach nur zu seinem eigenen Vorteil tat. Und das merkte ich dann später tatsächlich in seinen Aktionen im Club und auch bei meiner Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Mönchengladbach, wo er gegen mich ausgesagt hatte. Also, ich blicke da sowieso nicht durch. Das ist auch so eine Sache, die würde ich dir mal da fragen, was denn da jetzt Sache ist. Wie V-Mann verrät V-Mann? Was sind das da für Strukturen, Alter? Da blickt doch kein Schwanz mehr drauf. Ne? Macht irgendwie keinen Sinn. Macht irgendwie keinen Sinn, was der Vogel sagt. With the